Kahn passt zu Sarimbis Inputs. Wood sollte da drauf sein. Bring uns Langseits! Verdammt, ich werde beschossen! So, Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Call of Duty. Black Ops 2. Und jetzt müssen wir wieder hier voll auf die Schlacht. Au. Zack. Schnetzel, Schnetzel. So, säubere das Deck wahrscheinlich, ne? Ja. Eileen, gern. Mal kurz reloaden. Oh, Fresse da oben. Du auch, Fresse. Du auch, Fresse. Genau wie du. Was haben wir denn hier drin, ne? Wir können hier interagieren. Scheiße, wir haben Kanonenboote am Arsch. Ohne Kampf lassen wir uns. Geil. Oh. Wir haben eine schusssichere Weste, also können wir ein bisschen mehr aushalten. So. Lass mich mal ein bisschen, genau, weiter rechts. Alter, mit so einem MG kannst du so schnell ein Boot kaputt machen, aber unseres kriegen sie nicht kaputt. Komik. Hier. So. Ich sehe gar nichts. Scheiß. Da habe ich auf einmal zwei gekillt. Es wackelt so sehr. Ich sehe fast gar nichts. Aber es ist anscheinend explodiert. Okay. So. Noch irgendwo? Ne? Okay. Ah, da hinten kommen jetzt noch welche. Wo fährt's lang? Ah, vielleicht treffe ich ihn. Ah, ich hab schon mal gehittet. Ah, nochmal gehittet. Geil. Nochmal gehittet. Oha. Hallo? Lol. Okay. Ach, da ist auch noch ein MG. Kein. Das ist das letzte Kanonenboot. Gut. Okay, Mist. Erledigt. Wir sind sicher. Mach den Container auf. Okay. Ich kann nichts machen. Ach, jetzt soll ich dir helfen? Okay. Helfe ich dir doch gerne. Suchen Sie im Container nach Woods. Oh mein Gott. Ich glaube, das muss stinken. Ich habe sowas. Bist du hier drin? Ich habe sowas noch nie gerochen. Die sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Oh, das muss so ekelhaft riechen, glaube ich. Ich habe noch nie sowas gerochen, Leute. Möchte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Woods? Nee, das war nicht ganz Woods. Frank. Da ist er da. Frank. Ich bin's. Mason. Der hat so geile Handschuhe, die hätte ich auch gerne irgendwie. Die gefallen mir so richtig gut. Ich hab die mit ihm gemacht, Hutch. Schön Heli. Oh oh. Alter. Bring Woods weg! Komm schon! Alter, lass mich mal laufen! Die Waffenkiste ist eine Goldmine! Bedien dich! Oh, du Wichser! Du dummer Penner! Boah! Na. Scheiße. Oh, lass mich laufen. Munition aufstocken. Erfalten. Alter, das gibt's doch nicht. Das Ding will mich wohl verarschen. Du, ich hab ihn aber gehittet. Jetzt bleib halt stehen, du dummer Penner, ey. Alter, ey. Wir sind doch gut gelaufen. Mason!
Ich hole ihn. Alter. Jetzt geht er auch noch unter. Hol ihn dir. Sehr schön. Alter Vater. Also die Story ist schon ganz nice, glaube ich. Also ich bin ja auch eher der Story-Zocker. Also ich möchte auch gern von den COD-Teilen alle Stories mal gern spielen. Weil das interessant ist so. Das ist ja die Fortsetzung von Black Ops 1. Nur jetzt in der Zukunft. Finde ich gewagt, dass sie sowas probiert haben. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. Ich habe sowas leider noch nie gespielt. Also in Black Ops 2, die Singleplayer-Map, habe ich leider noch nie gespielt, wirklich. Nur den Anfang so, auch wie jetzt zum Beispiel. Also das kenne ich alle schon. Komm schon, Woods. Ich helfe dir. Und mehr nicht. Ich hab dich, Bruder. Ja, die drei kennen sich ja super aus im letzten Teil. Teil 1 haben die ja auch schon zusammen gespielt. Na komm, Hudson. Magst du nicht, oder? Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Ins Gras. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Gehen wir hinter den Stamm in Deckung. So, Leute, solange das läuft, trinke ich mir mal kurz was. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Ah, ist nicht so wie in Deutschland hier, ne? Gehen wir. Schon krass, dass sie dann da so kämpfen lernen mit Waffen und so. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Warum 6? Ich hab doch auf 10. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Das typische COD, man muss tun, was einem gesagt wird, sonst bist du schneller tot als... Sonst bist du schneller tot als erwartet. Jetzt! Na lauf. Okay, probieren wir mal. Rennen, ja, ich kann nur so normal laufen. Und die Steuerung ist gerade so wurscht. Nicht bewegen, noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Alles klar. Alter, man müsste das doch normalerweise sehen, weil rechts von uns ist ein Kind vorbeigelaufen. Ja, das müsste man normalerweise sehen eigentlich. Zusammenbleiben. Jetzt folgen. Ich folge dich. Die Schleichaktionen in den Spielen sind schon geil gemacht, also. Muss ehrlich sagen. Position halten. Sie sind direkt vor uns. Ich sehe es. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Naja. Naja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob man mit so einer... Ich wollte schon Leiche sagen, aber mit so einem Schwerverletzten irgendwie... Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, wir haben nur eine AK. Ja, irgendwie... Ja, lass mal ein bisschen Munition aufstocken. Das ist doch schon mal sehr gut. Interagieren. Mal gucken, was wir hier machen können. Was können wir hier machen? Eine Bärenfalle. Aber was können wir mit der machen? Wofür ist die gut? Also da müssen wir hin. Ja. Schade. Ich habe gedacht, da könnten wir jetzt was Geileres machen.
schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurzel. Na scheiße, das hätten wir nicht machen müssen. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. So, wir nehmen aber nochmal Munition mit, man weiß ja nie. Okay. Mustang und Sally haben wir hier. Dann crouchen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter rein. Mullah Rahman, kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta Marionetka. Как ты? Дел. Как сказано. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten, ja? Ja. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt. Americano le está diciendo que no se muevan. Maul halt. Él piensa que está en control, pero él no es. Ich sagte Maul halten. Die Waffen runter. Ich schwöre bei Gott, ich töte diesen Bastard. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Der hat doch was getrunken. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Du Hurensohn. Alter. Oh, oh. Lauf. Lauf, 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 lauf. Negativ, wir sind allein. Zum Fluss gehen. Alter, Hudson, ey. Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her. Was zur Hölle ist da hinten passiert? Lass den Scheiß, Hudson. Sie kommen hier. Nee. Wir brauchen mehr Zeit. Ja. Dass wir noch die Mörser haben, finde ich ja mal richtig nice. So, bam, 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 bam. Das Akok-Visier wäre jetzt ernst hilfreich. Die Hochstände sind gut für Scharfschützen. Kletter rauf und gib Deckung. Ja, noch nicht. Alter, Vater, ey. Komm, zeig nochmal deinen Kopf. Wir müssen los, Hatz. Rauch einsetzen. Ha, aufgeworfen. Lol. Schnapp dir Wurz. Wow, die KI lässt grüßen, sagst du. Ich habe den Schwierigkeitsgrad erstmal auf etwas leichter gestellt, weil ich möchte erstmal gucken, ich möchte das Let's Play ja durchgehend, also, dass es durchgehend geht. Oh, lauf doch mal, Hudson, Mann. Wir müssen uns weiter verteidigen. Bring Wurz in Deckung. Ups, das wollte ich nicht. Aber gut. So, hier haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Alter, Vater. Scheiße. So, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Kontrollpunkt. Ja, wir sind doch schon voll dabei hier. Wir müssen jetzt zum Fluss schaffen. Werfe Rauch. Werf mal. Los jetzt. Was willst du denn eigentlich? Komm schon, Wutz. Wir verschwinden. Ja. Ich hab dich, Bruder. Oh, 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 oh. Alter. Matrias de arriba de ellos. Verdammt. Wenn die Kopf auf den Wasser fallen. Ich mach das. Bring uns in Deckung. Okay. Krass. Ich komme. Hier haben wir Munition. Immer sehr gut. Es sind zu viele. Halt die Fresse da oben. So. Achtung, Mörserfeuer! Oh, oh. Ja, warte. Die habe ich aber auch. Ja, kleinen Schwuchteln. Einfach dahin werfen. Da wird schon irgendjemand sein. Granate aber. Da möchte ich nicht gern landen. Alter. Da ist ein Boot am Strand. Na los! Werfen die Hurensöhne mit Strand. Mit Strand, sag ich schon. Mit Granaten, ey. Gibt's doch gar nicht. Wie sie alle kommen, ey. Na los, Frank! Na los!
Scheißrossen. Verdammt, kein Entkommen. Oh oh. Was super! Jawoll! Hatten Sie schon Angst? Beeilung! Na los! Alter, von so einer Minigun oder sozusagen will ich nicht getroffen werden. Also, wir haben ihn, Mason. Oh. Wo kam der denn jetzt her? Und woher hat er die Knarre? Mich nicht töten. Die kriegst du auch nicht wirklich tot. Der Wutz, ne? Der ist so hartnäckig. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Für Ehre, Freundschaft. Ja. Er ist genau wie du, Kleiner. Ich muss mal immer drin meine Kehle befeuchten, Leute. Deswegen. So! Mason rettet Woods. Die Mission haben wir erfolgreich abgeschließt, anscheinend. Ja, das ist ja mal sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Erste Mission haben wir geschafft. So, das ist dann die nächste Mission wahrscheinlich. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein, euer Sebi. In der nächsten Folge sehen wir uns. Haut rein. Es geht spannend weiter.